haben ja dieses Jahr alles rausgehauen, was ging. Wir sind, sie ist aus Köln zu mir gezogen, wir sind jetzt von meiner Wohnung quasi hier ins Haus gezogen, wir haben gebaut und haben natürlich auch das Ja-Wort ausgesprochen. Und somit haben wir wirklich ein sehr ereignisreiches Jahr und ja, jetzt in einem Kernhaus Karat zu wohnen, ist natürlich bombastisch. Norman Langen, der aus Deutschland sucht den Superstar bekannte Sänger, baut mit seiner Frau nicht nur eines, sondern gleich zwei Kernhäuser. Für die junge Familie die Villa Karat und für die Eltern einen Bungalow direkt daneben. Uns hat begeistert, dass die Bauphase sehr schnell vorangeschritten ist, dass wir also relativ kurzfristig hier einziehen konnten auch. Also es war vor 5 Monaten, glaube ich, Mai, Anfang Mai, wo wir hier gestanden haben und es war noch gar nichts, noch keine Bodenplatte, nichts. Wir haben ja gerade unsere Kiste eingebuddelt. Ja, also als die Bodenplatten kamen, haben wir gesagt, niemals, das ist nicht unser Haus, was wir uns ausgesucht haben, viel zu klein. Das maximal für die Garagen, haben wir gedacht. Ja, aber als dann die Wände kamen, wurde es ein bisschen größer. Als die Decken drin waren, wurde es noch größer. Ja. Als jetzt gestrichen war und jetzt die Türen und Gelände alle drin sind, super. Jetzt ist es riesengroß geworden. Und jetzt hatten wir teilweise auch schon ein bisschen Schiss, dass die Schränke, die wir im Vorfeld gekauft haben, zu klein wirken könnten. Heute kommt der TÜV Rheinland zur Hausübergabe vorbei. Das ist die 5. Überprüfung während des Baus durch den TÜV, die Kernhaus zur Qualitätssicherung freiwillig durchführt. Es gibt einmal die baurechtlichen Belange, die zu beachten sind, was insbesondere die Absturzsicherung, Brandschutz, Fluchtwege etc. beinhaltet, und einmal die Bauqualität an sich, sprich optische Beeinträchtigungen, Funktionalität wird überprüft von beweglichen Teilen, insbesondere Fenster, Türen und so weiter. War natürlich auch bei dieser Größe eines Hauses auch eine Menge Sachen abzustimmen mit den Kunden. Wir haben ja auch ein paar besondere Highlights in Richtung Lichttechnik. Insoweit, denke ich mal, rundum ein schönes Haus geworden. Und heute können die Häuser ganz offiziell an die glücklichen Bauherren übergeben werden. Wir fühlen uns jetzt hier auch sehr zu Hause schon. Wir sind angekommen und freuen uns auf das zukünftige Weihnachtsfest. Letztendlich können wir sagen, wir sind Weihnachten tatsächlich in unserem Haus und wir freuen uns wie Bolle. Toller Jahresabschluss. Ja.